Ja, herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zum Thema Prüfungsangst überwinden. Mein Name ist Deborah Peine, ich bin Diplompsychologin und arbeite im Studiencoaching im ZFBK. Dort ist meine Aufgabe die persönliche psychologische Beratung. Das heißt, zu mir kann man kommen, wenn man Fragen hat rund um den Einstieg ins Studium, die Prüfungsvorbereitung, Zeitmanagement, Umgang mit Aufschiebeverhalten, aktuell natürlich auch das Thema, wie man im Homeoffice gut studieren kann oder wenn Sie Fragen haben zum Thema, wie kann ich mit Entscheidungen umgehen oder mit Stress oder Angst. Ja, und Angst ist auch ja heute in dieser Coffee Lecture unser Thema. Wir alle kennen Prüfungsangst und Aufregung vor Prüfungen. Das ist erstmal eine ganz normale Reaktion. Ich bin auch gerade aufgeregt. Also das ist etwas, was, glaube ich, alle Personen kennen, egal wie viele Vorträge man schon gehalten hat oder wie viele Prüfungen man schon absolviert hat, merken wir alle, oh, so Aufregungen sind doch irgendwo auch aufregend. Genau. Und die Frage ist eher, ja, in welchem Niveau bewegt sich unsere Aufregung gerade? Also, und da sollte man immer so ein mittleres Niveau anstreben. Also es geht gar nicht darum, ganz tiefenentspannt in eine Prüfung zu gehen, sondern ja, sich in einem Niveau zu bewegen, wo man so die positiven Aspekte auch der Aufregung spürt. Also Aufregung hat zum Beispiel den Effekt, dass es uns wach und aktiv macht, dass es unsere Aufmerksamkeit lenkt auf die Prüfung und zum Beispiel auch dazu führen kann, dass wir gerade unsere Bestleistung auch vollbringen. Denken Sie zum Beispiel an Sportler, die berichten, dass sie ihre Bestzeiten nie im Training laufen, sondern immer nur im Wettkampf vor Publikum. Oder vielleicht waren Sie mal in der Premierenvorstellung im Theater und haben gemerkt, dass da so ein gewisses Knistern in der Luft liegt. Also dass nicht alles perfekt läuft. Also, Perfektion geht es auch gar nicht, weder im Theater noch in der Prüfung. Aber dass man so merkt, boah, da geht es um was. Also man merkt so ein bisschen die Aufregung. Und das ist nicht nur Routine, sondern so man merkt halt so ein bisschen so die Spannung. Und das ist so das positive Maß von Aufregung. Wenn es zu viel wird, dann sind wir so im Angstbereich und da merken wir ganz deutlich, wie sich das auf uns ja komplett auswirkt. Nicht nur als Gefühl, sondern auch in Bezug darauf, worüber wir uns Gedanken machen, dass wir uns vielleicht anders verhalten oder auch vor allem, dass wir körperlich eine ganze Menge an Veränderungen spüren. Also, dass das Herz zum Beispiel schneller klopft, dass wir flacher atmen, dass wir keinen Appetit haben, dass die Knie zittern, dass wir kalte Füße oder einen trockenen Mund haben. Bestimmt wissen Sie ziemlich genau, was so Ihre persönlichen Symptome sind, woran Sie merken, dass Sie gerade ja, Stress oder Angst empfinden. Zum Glück kann man dagegen eine ganze Menge machen, also nicht nur gegen die körperlichen Symptome, sondern auch schon vorab beim Lernen gibt es hilfreiche Strategien, also die das Lernen unterstützen und uns ja, mehr Selbstvertrauen für die Prüfung geben. Ja, und an dieser Stelle möchte ich Ihnen als erstes ein Modell zeigen, was ich in einer ganz tollen Fortbildung kennengelernt habe, was so die Bausteine zeigt, was eine gute Prüfungsvorbereitung auszeichnet. Es ist zum einen ist es die fachliche Sicherheit, also den Lernstoff zu können, also gelernt zu haben und sich auch sicher zu fühlen in dem, was wir da gelernt haben. Zum anderen ist es auch die Frage der Motivation, also nicht nur zu wissen, was muss ich lernen und einen Lernplan zu haben, sondern es auch zu schaffen, sich ja jeden Tag aufs Neue dafür auch zu motivieren, daran ja weiterzuarbeiten, dass man immer so sein Ziel vor Augen sieht und weiß, wofür mache ich das hier eigentlich. Ja, und als dritten Punkt zur Ruhe und Fokus, also ja sein Selbstvertrauen zu spüren und auch in einer stressigen Situation auch noch das abrufen zu können, was wir können und auch das, was wir wollen. Also alles drei hängt miteinander zusammen. Da gibt es ganz viel so an Querverbindungen, wie sich das gegenseitig beeinflusst und man kann tatsächlich an jeder Stelle ansetzen. Und ich habe Ihnen jetzt zu allen drei Punkten auch ein paar Tipps mitgebracht.
Also als erster Punkt so die fachliche Sicherheit. Also das ist natürlich das, worum es in der Prüfung auf den ersten Blick geht. Also dass wir geprüft werden, ob wir das Wissen erworben haben oder bestimmte Fähigkeiten unter Beweis stellen sollen. Und im Studium gibt es ganz oft das Phänomen, dass wir das Gefühl haben, der Lernstoff sei unbegrenzt. Dass die Lernstoffmenge einfach so groß ist und dass man das Gefühl hat, egal wie viel man lernt, man kommt nie irgendwie an den Punkt, dass man das Gefühl hat, fertig zu sein. Also wenn ich an meine Klausuren und an meine Prüfung zurückdenke, hatte ich im Studium, glaube ich, nie das Gefühl, als ich dachte, oh, jetzt weiß ich alles, jetzt bin ich perfekt vorbereitet, jetzt kann man mich alles fragen, also ich könnte auf alles perfekt antworten. Ich glaube, diesen Punkt erreicht man einfach nicht. Das heißt, es bleibt immer eine gewisse Restspannung übrig, was jetzt eigentlich tatsächlich am Ende gefragt wird. Gleichzeitig ist das natürlich überhaupt nicht zufällig, sondern es gibt Themen, die ja sehr viel wahrscheinlicher drankommen oder Themen, die von denen vorher gesagt wurde, dass sie prüfungsrelevant sind. Das heißt, meine erste Empfehlung an Sie ist tatsächlich, sich möglichst früh und möglichst genau zu erkundigen, was ist eigentlich das, was ich wissen muss, was ist auch das, was ich nicht wissen muss und auf welche Art und Weise wird das hinterher eigentlich abgeprüft. Also was muss ich auswendig können, was muss ich anwenden können, wozu soll ich eine eigene Meinung formulieren können und in welcher Art von Prüfungsformat findet das am Ende eigentlich statt? Also wie lange dauert die Prüfung? Bei einer mündlichen Prüfung, wie viele Personen werden anwesend sein? Also dass Sie das möglichst genau vorher vor Augen haben und das auch, ja, sich auch darauf auch vorbereiten können. Also das eine ist, den Lernstoff zu verstehen und sich das in Ruhe anzueignen. Da gibt es ganz viel an Lerntechniken, Tipps, Strategien, auf die ich an dieser Stelle gar nicht eingehen kann. Und das andere ist so das Training für die Prüfungssituation selber. Also, dass Sie zum einen wissen, was muss ich wissen, auf welche Weise, und dass Sie genau diese Situation, wenn Sie das gefestigt haben vom Wissen, dass Sie genau das üben. Das bedeutet zum Beispiel, dass Sie zu Hause mal eine Probeklausur lösen unter Zeitdruck, um sich auch daran zu gewöhnen, wie ist das unter Stress, kriege ich es dann auch noch gut hin? Oder gerade bei mündlichen Prüfungen, bei Referaten, dass Sie vorher üben, über das Thema zu sprechen. Das können Sie erstmal für sich alleine zu Hause machen und sich dann auch mal ja, vor Publikum, vor Freunden oder Familienmitgliedern hinstellen. Also dass Sie auch diese Situation üben und sich daran gewöhnen, wie das ist, wenn andere Sie anschauen und Sie über Ihr Thema berichten. Ja, so dass es an dieser Stelle nicht nur darum geht, den Lernstoff zu erwerben, das alles zu verstehen und zu lernen, sondern vor allem auch zu wissen, was sie eigentlich wissen. Also zu wissen, was kann ich eigentlich und an welchen Stellen fühle ich mich eigentlich kompetent. Also das ist eine Frage, die Sie sich auch jetzt beim Lernen stellen können. Also wann beim Lernen fühle ich mich eigentlich kompetent und plane ich solche Erlebnisse eigentlich mit ein? Also viele erzählen zum Beispiel, dass sie sich kompetent fühlen, wenn sie jemand anderem den Lernstoff erklären. Und dann ist so die Frage, wie oft plane ich mir das eigentlich bewusst ein? Also mich auch als kompetent zu erleben, als eine Person, die was Neues dazugelernt hat. Das ist tatsächlich auch gleich auch gut für die Motivation. Also da sieht man schon so die Querverbindung zwischen den einzelnen Themen. Also man kann sich tatsächlich jeden Tag so die Motivationsfrage stellen, dass man sich so überlegt, okay, wofür mache ich das hier eigentlich? In Bezug auf diese Prüfung, in Bezug auf das Modul, auf das Studium, in Bezug auf das, wofür ich das vielleicht später in meinem Berufsleben brauche. Also kann man jeden Tag die Frage auch so ein bisschen anders beantworten, aber dass immer so klar ist, okay, was ist das Ziel für heute? Wo möchte ich eigentlich hin? Wofür ist das gut? Oder was interessiert mich zum Beispiel auch daran? Was möchte ich heute Neues darüber erfahren? Oder in Bezug zum Beispiel auf ein Referat sich zu überlegen, warum ist das eigentlich für meine Zuhörer denn interessant, was ich hier gerade vorbereite? So, also das weckt nochmal mehr so die Motivation und auch so das Gefühl, ja, dass das eine positive Erfahrung werden kann, weil das nicht nur eine Pflichtveranstaltung ist, ein Referat zu halten, sondern meine Zuhörenden dadurch auch was Neues erfahren können, dadurch, dass ich es ihnen vortrage.
Und ein anderer wichtiger Schritt ist, sich jeden Tag anzuschauen, wo bin ich eigentlich weitergekommen. Also gerade nur im Hinblick darauf, dass die Lernstoffmenge sehr groß ist, sich immer wieder neu anzuschauen, was habe ich heute gemacht, wo bin ich heute weitergekommen. Und das kann man sich selber erzählen, man kann es sich auch unterschiedlich verdeutlichen oder visualisieren. Also vielleicht haben Sie so einen Stapel, ja, Skripte auf dem Schreibtisch liegen, was Sie alles machen müssen. Und vielleicht gibt es daneben ja auch einen Stapel an Skripten, den Sie schon bearbeitet haben. Also dass Sie so sehen, okay, es gibt nicht noch immer noch mehr, was ich machen muss, sondern es gibt auch ein Mehr von dem, was ich schon erledigt habe. Oder man kann es für sich visualisieren, indem man so einzelne Themen oder Aufgaben auf Zettel schreibt und so zerknüllt und in seiner Vase sammelt, die jeden Tag ein bisschen voller wird. Oder Sie sehen da diesen Lego-Turm, das sind so einzelne Arbeitseinheiten, die so geplant sind für den Tag, also diejenigen, die da vorne liegen und dahinter steht der Turm, was so erreicht ist. Wenn man jeden Tag so eine andere Farbe nimmt, dann kann man so sehen, okay, der Turm, der wächst jeden Tag ein bisschen weiter. Eher so eine Verbildlichung von den eigenen Fortschritten. Oder es gibt Personen, die ein Lerntagebuch führen, die jeden Tag sich notieren, was ist mir heute gut gelungen, wo bin ich heute weitergekommen, womit habe ich mich befasst, was fand ich interessant, was habe ich heute Neues dazugelernt. Und ja, eine schöne Technik dazu ist es, Lieblingsprüfungsfragen zu formulieren. Da ist genau die Idee, sich zum Beispiel am Ende einer Lerneinheit, also vor dem Mittagessen oder am Abend, wenn man das Lernen beendet für den Tag, sich anzuschauen, was habe ich heute eigentlich gemacht, was habe ich heute dazugelernt und welches Wissen habe ich heute, was ich gestern noch nicht hatte. Und dann zielgerichtet eine Frage oder mehrere Fragen zu formulieren, die ich mit meinem neuen Wissen heute beantworten kann. Also die hätte ich gestern noch nicht beantworten können, aber dadurch, dass ich heute Thema X gelernt habe, kann ich jetzt diese und jene Frage beantworten. Und wenn Sie das formulieren, dann versuchen Sie eine Frage zu formulieren, die maximal schwierig ist, aber die genau zu Ihrem Wissen passt. Also eine Frage, zu der es in der Prüfung richtig viele Punkte gibt und über die Sie sich freuen würden, dass Sie denken, boah, das wäre so toll, wenn diese Frage drankommen würde, weil ich dann genau zeigen kann, was ich eigentlich kann und die ganzen Punkte, ja, abräumen würde. Ja, und diese Frage notieren Sie sich. Und das machen Sie nicht nur heute, sondern das machen Sie jeden Tag, sodass Sie praktisch eine Sammlung erstellen von Lieblingsprüfungsfragen, die Ihnen zeigen, was Sie eigentlich alles gelernt haben und was Sie alles können. Das ist gut für die Motivation und es ist auch gut tatsächlich fürs Lernen, weil Sie damit jeden Tag nochmal wiederholen, was sie gemacht haben und was sie können und weil ihnen bewusst wird, was sie können. Und das ist auch etwas, was man wunderbar auch am Tag zum Beispiel vor der Prüfung sich nochmal durchlesen kann. Also wenn sich so die Frage stellt, was mache ich am Tag vor der Prüfung, soll ich auch was Neues lernen oder nicht, ist eher die Empfehlung, nichts Neues noch zu lernen, schon gar nicht direkt kurz vor der Prüfung am gleichen Tag, sondern sich eher damit zu befassen, hey, was kann ich? Also das doch mal zu wiederholen, damit das gefestigt ist und man sich sicher fühlt und ja mit positiveren Gefühlen auch in die Prüfung reingehen kann. Ja, da sind wir nämlich auch schon am dritten Punkt angelangt, nämlich Ruhe und Fokus und die Frage, wie kann ich zuversichtlich bleiben oder wie kann ich auch gut für mich sorgen? Und das spielt während der ganzen Lernzeit eine wichtige Rolle und natürlich auch kurz vor oder in der Prüfung. Und viele kennen das, je näher die Prüfung rückt, desto gestresster wird man. Und das ist der Moment, wo wir besonders darauf achten sollten, was sind eigentlich meine eigenen Bedürfnisse gerade, was brauche ich gerade, zum Beispiel als Ausgleich, mit welchen Menschen möchte ich gerade Zeit verbringen, hilft mir Sport, hilft mir mal einen Tag lang oder mal einen Abend mal gar nichts machen und das ernst zu nehmen, also gut für sich zu sorgen, sodass man immer wieder auch ja, gut runterkommt, gerade so in den Tagen direkt vor der Prüfung. Ja. Sich dann zum Beispiel auch immer wieder bewusst zu machen, was ich eigentlich kann, was ich gelernt habe, dass sie sich darin sicher fühlen, zum Beispiel indem sie sich diese Lieblingsprüfungsfragen noch einmal durchlesen. Dann können Sie sich zum Beispiel auch an Ihre früheren
Erfolge erinnern. Sie haben schon so viele Prüfungen bestanden in der Schulzeit oder im Studium oder im Sport oder im, vielleicht im musikalischen Bereich, im Hobbybereich. Sie können, wenn Sie mal möchten, können Sie das mal hochrechnen, wie viele Prüfungen Sie eigentlich schon bestanden haben und wie oft Sie da schon das Gefühl hatten, boah, die nächste Prüfung, die ist richtig schwer. Und dann erinnern Sie sich mal zurück, was Ihnen damals geholfen hat und wie es sich angefühlt hat, das zu schaffen, welche Stärken Sie damals genutzt haben oder ja, wie ähnlich vielleicht auch die Situation auch zu der jetzigen ist, wieder vor einer Prüfung zu stehen. Und vielleicht gibt Ihnen das ein bisschen Zuversicht, dass es auch diesmal Ihnen wieder gut gelingen wird und die Stärken von damals oder von letzter Woche auch heute immer noch da sind. Dann können Sie sich zum Beispiel auch anschauen, wie so Ihr innerer Film der Prüfung ist. Also viele haben eine Vorstellung davon, wie die Prüfung verlaufen wird. Und oft ist das, sagen wir, eher ein Horrorfilm, also wo man genau vor Augen hat, was alles schief geht und wie furchtbar das alles werden wird. Und wenn man sich damit jeden Tag aufs Neue konfrontiert, dann ist man auch jeden Tag aufs Neue mit der Angst konfrontiert, die damit natürlich logischerweise einhergeht, wenn man sich so einen Film jeden Tag anschaut. Jetzt sind Sie aber selber ja der Drehbuchschreiber von diesem Film. Das heißt, Sie können diesen Film auch verändern. Also das ist eine interessante Frage, ob Sie sich vorstellen können, dass die Prüfung auch positiv verlaufen wird. Nicht im Sinne von, alles ist irgendwie in rosa Wolken und alles läuft perfekt. Also es darf immer noch aufregend sein. Also wie gesagt, es ist mittlere Aufregungsniveau, dass mal eine Frage kommt, die man doch nicht beantworten kann, wo man mal kurz überlegen muss, aber wo man dann doch noch drauf kommt oder zumindest danach eine neue Frage kommt, die man wieder gut beantworten kann. Und diesen Film, den können Sie für sich selber ein bisschen versuchen umzuschreiben, so dass es immer noch vielleicht aufregend ist, aber am Ende ein gutes Ende hat. Und das ist etwas, was Sie sich zum Beispiel jeden Tag ja tatsächlich auch anschauen können, mental. Ja, dass Sie sich diesen positiven inneren Film immer wieder zu Gemüte führen. Ja. Ja, dann für die Prüfung selbst. Also zum einen kann es helfen, diese körperliche Reaktion, also das Herzklopfen zum Beispiel, zum Teil zu akzeptieren. Also dass das einfach auch dazugehört und in gewissem Maße auch sein darf. Oder zu schauen, kann ich es ein bisschen für mich selber umdeuten, so dass das etwas ist, was mir viel Energie gibt. Also eine Freundin zum Beispiel hat mir letztens erzählt, dass wenn sie vor Prüfungen spürt, wie ihr Herz ganz schnell und kräftig schlägt, dass sie sich vorstellt, dass das Applaus ist. Also dass ihr Herz ihr ganz begeistert zujubelt und ganz schnell schlägt, um ihr ganz viel Energie zu geben und sie anzufeuern. Das ändert jetzt noch nicht den Herzschlag, aber es ändert ja das Gefühl, was wir dazu haben oder die Gedanken dazu haben. Und so Applaus von der Prüfung, so als Auftritt, ist ja etwas, was wir ganz anders oder ganz viel, also sehr viel positiver wahrnehmen, als daran zu denken, dass das jetzt ein Zeichen von großer Angst ist. Wir können aber tatsächlich auch Techniken anwenden, um uns zu beruhigen, um von diesem Stresslevel ein bisschen runterzukommen, um tatsächlich auch den Herzschlag zu beruhigen. Das kann man nicht direkt, aber man kann es indirekt. Und das Allereinfachste ist es, dafür braucht man auch keinen Kurs zu besuchen. Also es gibt ganz tolle Entspannungstechniken, also autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Yoga etc., zu denen es ja auch ganz viele und tolle Kurse gibt, also zum Beispiel auch beim allgemeinen Hochschulsport hier an der Uni. Aber etwas, was Sie immer dabei haben, wozu Sie keinen Kurs brauchen, ist es tatsächlich zu atmen zur Beruhigung. Also die Atmung ist etwas, was sich bei Stress sofort verändert und ist das, worauf Sie aber auch direkt willentlich eingreifen, zugreifen können, was wir willentlich verändern können. Es geht ganz einfach, indem Sie sich zum Beispiel die Hand auf den Bauch legen und beobachten, wie die Hand sich hebt und senkt beim Atmen und versuchen bewusst Richtung Hand zu atmen und zu versuchen, möglichst langsam und tief ein- und auszuatmen. Und dabei besonders den Fokus auf die lange und langsame Ausatmung zu haben. Es ist so, dass sich bei jeder Ausatmung auch der Herzschlag minimal verringert in der Frequenz. Das heißt, das ist eine Technik, mit der Sie Ihre Atmung beruhigen, mit der Sie Ihren Herzschlag beruhigen und wodurch sich auch der ganze Körper auch beruhigt. Und Sie fokussieren auf sich selber, auf etwas, was Sie selber in der Hand haben, was Sie selber
steuern können. Und das ist eine Technik, die sehr einfach ist und eine sehr große Wirkung hat. Sie können zum Beispiel auch die Atemzüge zählen, dass Sie sagen, ich atme jetzt mal 20, 30 Mal ganz in Ruhe ein und aus. Das fühlt sich vielleicht lang an, wenn man aber bedenkt, dass wir 15 Atemzüge in der Minute machen, ist das eine Sache, die nur 2 Minuten dauert. Und ich kenne nichts, was ansonsten in 2 Minuten so einen beruhigenden Effekt hat, wie einfach sich 2 Minuten nur auf seine Atmung zu fokussieren. Das kann man jederzeit beim Lernen machen, das kann man kurz vor der Prüfung machen, das kann man in der Klausur auch mitten in der Prüfung zwischendurch machen. Und auch in mündlichen Prüfungen kann es helfen, wenn man einen kurzen stressigen Moment hat, einmal mal tief Luft zu holen und ganz in Ruhe einmal auszuatmen. Also auch da ist das anwendbar. Na, also wie Sie sehen, gibt es ganz unterschiedliche Punkte, an denen man so ansetzen kann, und es gibt noch ganz viel mehr. Genau, aber jetzt in der Kürze der Zeit war das sozusagen, war das so das, was ich Ihnen jetzt heute mitgebracht habe. Sie können mal auf der Homepage vom Studiencoaching schauen, dort finden Sie weitere Informationen, also zum Beispiel die Links zu den anderen Coffee Lectures, die wir vom Studiencoaching aus schon angeboten haben, wo Sie zum Beispiel das Thema Lernen Technik nochmal vertiefen können oder was die Körperhaltung mit unserer Stimmung zu tun hat oder wie man seine Pausen gestalten sollte oder sich Ziele setzen kann. Also zu all diesen Themen finden Sie dann noch weitere Informationen. Auch im Podcast zum Thema Stress und Stressbewältigung, da finden Sie auch nochmal weitere Tipps, also zum Beispiel zum Prüfungstag oder wie man sich ein sinnvolles, hilfreiches Prüfungsritual aufbauen kann und Links zu Selbstlernmaterialien und natürlich auch die Möglichkeit, auch einen persönlichen Beratungstermin auszumachen. Ja, und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen persönlich oder im Chat und freue mich, dass Sie dabei waren und sich für das Thema interessiert haben.